Hintergrund: Die Fans im Olympiastadion zu Kiew machten sich schon zum Jubeln bereit, als Jevtin Konopljanka den Ball auf Donetsk schamlos durchsteckte. Doch als der Rechtsaußen gerade zum 1:0 einschießen wollte, wagte ein marokkanischer Verteidiger eine waghalsige Grätsche von hinten und schaffte es so, das womöglich sichere Tor für die Ukrainer zu verhindern. Entsetzen machte sich in den Gesichtern aller Ukrainer im Stadion breit und man fragte sich, wer bitte ist dieser wildgrätschende Typ? Erlebe die Bundesliga-Highlights auf RZN. Hol dir jetzt deinen Gratismonat. Wer grätscht, verliert, ist eine Fußballfloskel, die gerade in Zeiten des Tiki-Taka häufig von Trainern aller Spielklassen verwendet wird. Einen Satz, den Hamza Mendül entweder nie zuvor gehört hat oder einfach widerlegen wollte. Denn seine Kamikaze-Grätsche war nicht weniger als eine sensationelle Rettungstat, das dem 20-jährigen Außenverteidiger, der damals noch beim OSC Lille in der französischen Liga unter Vertrag stand, dieses Kunststück gelang, ist kein Zufall, sondern hartes Training und Talent. Ein Talent, welches auch der FC Schalke 04 erkannte und den Linksfuß Mitte August unter Vertrag nahm. Transfer von Hamza Mendül zum FC Arsenal scheiterte in letzter Minute, lasst euch überraschen, erklärte Christian Heidel grinsend auf das Potenzial von Mendül angesprochen. Die Entwicklung von diesem Jungen ist schon außerordentlich. Nur 16 Pflichtspiele bei seiner ersten Profistation in Lille brauchte der Marokkaner, um sich in den Fokus zahlreicher Top-Clubs zu spielen. Denn nicht nur die Gelsenkirchener waren am Linksverteidiger interessiert. Auch Premier League-Clubs wie Arsenal und Newcastle United wollten den WM-Teilnehmer verpflichten. Ein Transfer zu den Gunners scheiterte lediglich an der fehlenden Arbeitserlaubnis. Dass der Wechsel zu Arsenal in letzter Minute platzte, war für Schalke eine glückliche Fügung, denn seit feststand, dass Bastian Otschipka noch mindestens 6 Wochen verletzt ausfällt, suchte Königsblau händeringend nach einem passenden Ersatz für den linken Flügel. Wir wollen einfach keine Schnellschüsse, deswegen haben wir ihn lange beobachtet. Dass er bei der WM nicht gespielt hat, war sicherlich nicht so verkehrt. Sonst wäre er nicht unterhalb des Radars gelaufen. Auf Schalke angekommen, bewies der Marokkaner schon in seinen ersten Trainingseinheiten, dass sich die Geduld bezahlt machen könnte. Hochmotiviert zeigte er, dass er mehr mitbringt als nur riskante Grätschen. Vor allem sein außergewöhnliches Tempo beeindruckte Mitspieler, Fans und den Coach Hamza Mendül. Stark in der Offensive, Schwächen im Defensivverhalten. Die Knappen sehen in Mendül die Idealbesetzung für die Position des linken Flügelspielers im Fünfer-Mittelfeld. Eine Position, die auch nach Einschätzung von Heite Mohamed von Goal Arabien perfekt zum 13-maligen Nationalspieler passt. Hamza ist eigentlich Außenverteidiger, der aber auch offensiver spielen kann. Für Marokko hat er im Mittelfeld seine besten Spiele gemacht. Perfekt ist sein Spiel allerdings noch längst nicht. Obwohl viele der Grätschen sitzen, kann man sein Defensivverhalten durchaus als ungestüm bezeichnen, was wohl auch daran liegt, dass er vor seinem Wechsel in die Liga eine zumeist im Mittelfeld oder sogar als Flügelstürmer agiert hat. Er denkt eher wie ein Offensivspieler und muss seine Abläufe in der Defensive weiter verbessern, erklärt Mohamed. Bis 2023 hat Königsblau den 20-Jährigen gebunden. Genug Zeit, also aus der Grätschmaschine einen Flügelverteidiger mit Auge und Weitsicht zu machen. Wie viel Zeit Mendül allerdings tatsächlich bekommt, um sich in Gelsenkirchen einzuleben, ist fraglich. Schon ein Kaderplatz am ersten Bundesligaspieltag gegen den VfL Wolfsburg gilt als wahrscheinlich. Und womöglich steckt Konopljanka schon bald den Ball auf den nach vorn stürmenden Mendül durch. Einen Verteidiger, der mit waghalsiger Grätsche dazwischen funkt, sucht man dann wohl vergeblich. Mehr zum FC Schalke 04.